So Leute, und hier sind wir ein weiteres Mal am Langen Graben und höchstwahrscheinlich das letzte Mal am Langen Graben, denn ja, der Hahn kräht, es ist früh morgens 4 Uhr, aber wir sind auch kurz vor Level 12 und ab Level 12 sind wir erstmal weg, haben wir genug hier geangelt. Kommt nochmal eine Runde mit, ich zeige euch nochmal ein paar wichtigste oder die wichtigsten Basics jetzt nochmal zum Spinnfischen. Und dann geht es danach weiter mit Level 12 an den nächsten Gewässern. Also legen wir los. Ja, wenn der Hahn viermal kräht, gucken wir mal eben kurz hier so rein. Haben wir irgendwelche Aufträge? Wir könnten... Oh ja, die Barsche, die kriegen wir doch wieder hin. 23 Stunden Zeit. Die machen wir auf jeden Fall. Die Kohle nehmen wir mit. Wir gehen nochmal Spinnfischen. Den gesamten Account habe ich jetzt soweit hochgepusht, eigentlich ausschließlich mit Spinnfischen. Ich bin jetzt hier bei 312 Silber, habe hier am Langen Graben meine zwei Startköder, meine zwei Startspinner verloren, alle beide. Beide durch Hechtbiss sozusagen, wurde mir die Montage durchgebissen. Und weg waren sie. Das heißt, ich habe mir neue Kunstköder geleistet. Einmal noch diesen Standard. Und dann diese Dragonfly Original. Einen hellen, einen dunklen für Abend und Nacht und schlecht Wetter. Und einer, den haben wir hier vorne dran. Da ist er, Dragonfly Original 006. Den dann auch nochmal mit gekauft. Alle drei... Oder alle, ja doch, alle drei nochmal extra mit Puschelhaken versehen. Weil die Puschelhaken nochmal, also Augenjäger nochmal ein bisschen besser triggern. Und eine ganz wichtige Sache habe ich auch noch verändert. Und das hätte ich nie gedacht. Hätte mir irgendjemand gesagt, Alter, mach doch mal. Hätte ich gesagt, hier, was willst du denn da fangen? Stahlvorfach. Leute, Stahlvorfach. Ein fucking Stahlvorfach. 6 Kilo Tragfähigkeit habe ich die ganze Zeit dran. Und ich angel quasi kontinuierlich jetzt gerade die letzten Tage immer wieder hier mit dem Stahlvorfach. Super wichtig, die Montage ist so falsch aufgebaut. Falsch. Denn wenn ich jetzt Scheiße baue, reißt mir die Schnur, es reißt mir das Vorfach mit weg und der Köder mit weg. Weil das Gewicht des Stahlvorfachs, die Tragfähigkeit ist ja über der Tragfähigkeit der Schnur. Das heißt also, noch viel vorsichtiger umgehen beim Einstellen der Bremse. Bremskraft 16 finde ich schon immer ein bisschen hoch, lieber mal runtergehen. Und ganz vorsichtig dann auch, wenn was Großes beißt, hochdrehen die Bremse. Wenn ihr zu hoch habt, die Bremse, wenn ihr da fett fingert und auf einmal, ups, die Bremse zu pitcht, dann ist auf jeden Fall die Schnur durch, der Köder weg, der Stahlvorfach weg. Und alles ist natürlich Mist. Es macht auch keinen Sinn, eine höhere Schnur zu kaufen. Wenn jetzt einer denkt, jo, haha, da kaufe ich mir einfach eine 8 Kilo Schnur, 6 Kilo Vorfach, easy. Dann reißt nicht die Schnur, dann bricht die Rute. Auch scheiße. Also, sehr vorsichtig damit angeln. Warum angel ich damit? Ich habe keinen Bock mehr gehabt, dass mir die verdammten Hechte meine Spinner wegfressen. Dafür habe ich keine Kohle. Gerade als Anfänger ist das super schwierig, hier die Kohlen zusammenzukriegen. Ich habe so gut wie nichts ausgegeben bisher, bis auf diese drei Spinner und ein bisschen Brot. Für den Anfang, dass ich daraus Brotköder machen kann, diese Teigköder. Einholgeschwindigkeit mal wieder rein hier, so, normal, machen wir mal 17. Und das Allergeilste ist, man kann hier mit dem Stahlvorfach, und wie gesagt, das hätte ich nie gedacht, hätte mir das einer gesagt, ich angel hier am Langen Graben immer mit Stahl, hätte ich gesagt, ja, willst du denn auch mal was fangen?
Ja, Mann. Ed Funst. Und zwar nicht nur Hecht. Ich war an den einem Tag, da war ich so gefrustet, dass wir da zwei Hechte irgendwie direkt relativ kurz nacheinander die Spinner weggefressen haben. Da habe ich gedacht, alles klar, ich hole jetzt hier Hechte raus. Warum auch nicht? Dann gehe ich halt auf Hecht. Und was beißt an? Barsch, Döbel, Aaland. Also, nicht nur Hecht. Zack, hier haben wir schon mal einen schönen Barsch. Und sofort auch noch gelevelt. Geil, ey. 639 Gramm Barsch. Dickes Ding. Ich meine, Barsche, da hätte ich fast noch mit gerechnet. Barsche sind eh so aggro, die beißen auf alles. Aber es funzt. Und wie gesagt, hätte ich nie gedacht. Einfach kleine Stahlvorfach dran. Ich hatte bis da natürlich keinen weiteren Durchbiss mehr der Schnur. Ab und zu mal einen Fisch, der wirklich Gas gegeben hat. Und dann bis nach da hinten unters Holz. Hier hinten ist ja die Map zu Ende. Und dann ist er bis hinten hinters Holz irgendwie abgehauen. Dann war er halt weg. Da muss man entweder Enter drücken, dass halt dann der Bügel aufgeht. Irgendwann schlitzt er dann aus. Oder, um auf ganz Nummer sicher zu gehen, ja, einfach das Game beenden. Zack, raus. Eigentlich nicht die feine Art. Mache ich auch äußerst ungern. Und genau, das ist auch so eine Sache, das muss ich, da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Ich war jetzt ein paar Tage nicht hier auf dem Account. Ich habe den Eindruck gehabt, dass dieses, gerade bei so kleinen Barschen und sowas, wenn man jetzt hier einfach durchzieht, dass das Anschlagen irgendwie sinnvoll ist. Ich hatte deutlich bessere Ergebnisse, also eher die Fische, die ich dann ranziehen konnte, landen konnte, wenn ich die angeschlagen habe. Wenn ich die angeschlagen habe, direkt nachdem die gebissen haben. Jetzt gucken wir gerade mal, ob da einer will. Wichtig zu den kleinen Spinnern, auch einfach, einfach mal, also verschiedene Farben natürlich testen. Das ist ja das, was Spinnenfischen eigentlich so teuer macht, dass man wirklich recht viele verschiedene Köder, Spinner, Wobbler, wie auch immer, in verschiedenen Farben benötigt. Für die verschiedenen. Und jetzt nochmal den Anschlag setzen und dann erst ziehen. Also diesen kleinen Biss abwarten. Ach, ich habe die Rapfen vergessen. Rapfen beißen natürlich auch hier. Sehr kampfstark. Wobei dicke Döbel sind hier, glaube ich, mit am schlimmsten. Dicke Döbel und große Aalande. Und auch hier wieder. Zack. Das heißt, sobald unten diese Actionbar auftritt, nicht weiter kurbeln, kurzen Stopp machen, Steuerung, rechte Maustaste. Da war der kleine Rapfen mit 200 Gramm. Kurbel, 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 Kurbel. Oh, jetzt ein so ein dicker wäre nicht schlecht. Das pusht einen dann richtig schön im Level wieder hoch hier. Zwischendurch hier beim Drehen, wenn ihr meint, irgendwie tut sich da gerade nichts und man ist noch relativ weit draußen hier. Schnelles Einkurbeln stand hier gerade. Das heißt, ich mache zwischendurch so eine Mischung eben aus normaler Geschwindigkeit. Die habe ich jetzt gerade bei 17 eingestellt. Das heißt, ich drehe ein paar Runden und dann drücke ich Shift. Dann kommt schnelles Einkurbeln und wenn das weg ist, zack, höre ich auch mit Shift wieder auf. Zack, und jetzt Steuerung, rechte Maustaste für den kleinen Anschlag. Und dann erst ranziehen. Ist ein bisschen tricky, ist manchmal ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, ich hatte auch wirklich häufig eigentlich das bessere Ergebnis. Als wenn ich dann einfach nur stur durchziehe. Und wir wollen ja auch hier jeden Fisch am besten rausziehen. Und ich glaube, es liegt einfach darin, dass man am Anfang halt die etwas schlechtere Qualität an Haken hat.
wenn man irgendwann mal bessere Haken hat, ist das, also mir ist es im Hauptaccount, ist mir das eigentlich, ich ziehe einfach durch, die sind dann schon gehakt. Aber jetzt bei den günstigeren Haken, lieber nochmal anschlagen und den Haken richtig reinrammen. So, ich würde sagen, ich angle jetzt hier noch ein bisschen. Sehen wir mal zu, dass wir hier Level 12 werden. Und mit 12, ihr Lieben, dann geht es richtig los. Alter, hau schön ab nach da hinten. Ja, genau nach da hinten. Da sollst du hin. Da ist okay. Puh. Das war close, dass der nicht nach da unten in Richtung auf Nimmerwiedersehen abgehauen ist. Der sah schon groß aus. Den hat man im Wasser schon gesehen. Alter Falter. Der gibt richtig Gas. Und wenn ich überlege, das ist hier schon die etwas größere Bremse. Das heißt die 4,5 Kilo Bremse auf der alten ODSSR-Rolle. Hat er Spaß, der Typ, ey. Hat er Spaß. Aber das schwächste Glied hier unten in der Action Bar wird ja jetzt angezeigt. Das schwächste Glied in der ganzen Kette des Setups ist jetzt die Schnur. Das heißt, der Balken spiegelt jetzt gerade die maximale Belastbarkeit der Schnur wieder. Der Haken ist sogar noch relativ gut. Das ist kein Trash-Haken. Das ist eine Stufe über Trash. So, und das ist auch nochmal vorteilhaft, schön gegen die Strömung sozusagen. Er schwimmt jetzt gegen die Strömung weg. Und ich kann so langsam hinterher, muss auch hinterher, weil sonst die Schnur leer geht irgendwann. Immer schön auf Spannung halten, mit der rechten Maustaste, zack, ranziehen. Und natürlich zusehen, dass er hier in diese Richtung geht. Vielleicht auch gleich mal gucken, dass er nicht zu weit abhaut. Aber der ist echt groß. Entweder ist es ein ganz dicker, fetter Döbel oder ein Hecht. Ich habe es nicht genau gesehen. Ich würde fast sagen, eher noch ein Döbel, ey. Oh. Rechte Maustaste laufen. Rechte Maustaste drücken und laufen. Und mit Shift immer schnell wieder hinterherkurbeln. Alter, der hat richtig Power. Geil. Ah, da, da, da.
Komm, 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 komm. Oh, 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 was ein Drill, ey. Was ein Drill. Hart am Limit hier. Vom gesamten Setup. Hart am Limit. Aber man bekommt in der Regel alles raus. In den Drill gehen, Leute. Man bekommt alles raus. Keine Angst vor dem harten Drill. Die Fischbewegungen versuchen so ein bisschen zu lenken. Wenn ihr jetzt nach rechts drückt, haut er eher nach links ab. So habe ich den auch gerade noch davor gerettet, dass er ins Ende der Map schwimmt. Und andersrum. Wenn ich jetzt nach hier links drücke, geht er eher nach rechts. Man sieht so ein bisschen anhand der Schnur, in welche Richtung er auch geht. Dass er jetzt hinten an der Wand ist, ist gar nicht so schlimm. Dann haut er eben nach links und rechts nicht so weit ab. Und irgendwann wird er müde und dann kommt er ran. So, komm schon, Alter. Meine Energie ist schon durch, ey. Keine Power mehr. Dunkel ist es gerade wieder hier, ey. Schwierig jetzt. Bei den Lichtverhältnissen auch noch. Man sieht die Schnur so gut wie gar nicht. Ei, 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 ei. Die Bremse, wie es am Knackern ist und am Kreischen. Ja, hat schon, jetzt schwächelt er schon ein bisschen. Er schwächelt, er schwächelt, er schwächelt. Er schwächelt. Oh wie gut, schön kontinuierlich ziehen, nicht so viel Theater machen. Nicht nur erneut aufschrecken, einfach nur einkurbeln. Oh, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Doch ein fetter Hecht. Was heißt fett? Aber ein Hecht. Baby! Und jetzt kurz vorm Landen, runter mit der Bremse, Leute. Runter mit der Bremse. Persönlicher dickster Rekord und so weiter. Uh. 3,4 Kilo echt, ey. Bam. Geile Sache und fast Level up. Lecko funny, ey. Alter, 3,4 Kilo Hecht auf einer 3,1 Kilo schweren Schnur. Huh. Aber dank der UdSSR-Rolle,
die alte Ersatzrolle vom Waldsee, vom Spinnenset vom Waldsee. Puh. Rausgepult. Geil, ey. Sehr, sehr geil. Alter. Komm, rennen wir gar nicht so weit weg. Weitermachen. Wir wollen 12 werden. Go, go. Dunkler Köder und ab dafür. Alter. Und das wird doch bestimmt der letzte Auswurf für den letzten Fisch zum Level Up. Der Level Up Fisch hat schon ein wenig auf sich warten lassen jetzt. Aber jetzt muss er doch langsam mal kommen. Und da geht er rein. Und da geht er tatsächlich rein. Und es ist nochmal ein Hecht. Leck oh funny. Es ist nochmal ein Hecht. Nicht ganz so groß wie der von gerade. Erstmal die Bremse langsam hochdrehen. Es ist auf jeden Fall nochmal ein Hecht. Angenehm. Finde ich gut. Ich mag die Hechte sehr gerne. Und da kämpft er nochmal schön, gerade jetzt über den Rücken gezogen, da hat er wenig Kraft dann zu ziehen. Jawohl. Und. Tada! Level 12! Geile Sache. Sofort einpacken hier. Und dann rennen wir jetzt los. Erstmal verkaufen. Und da sind wir auch schon. Machen wir erstmal den Kescher leer. Der Barschauftrag ist ja leider mittlerweile schon ausgelaufen. Gucken wir aber mal eben hier. Wow. Der dicke Hecht. 16 Silber, 4 Silber, 3 Silber. Fast 3 Silber. Und die schönen Barsche hier auch alle. Verkaufen wir alles. Sind nochmal 37. Kratsching. Alter, das bimmelt aber auch heute hier. Es wird Zeit. Wir haben das Level 12 gepackt. Hauptsächlich mit Spinning, anfangs natürlich noch ein bisschen mit dem Posenfischen, hauptsächlich mit Spinning. Und jetzt geht es los, wir machen uns auf die Socken und besuchen das erste Mal den Belaya. Ab geht es. Und da sind wir auch schon am Belaya und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und ich glaube, das erste, was wir hier machen, ist, wir gucken nochmal hier nach einem Stahlvorfach. Ach, nach dem Stahlvorfach, nach dem Fluorocarbon-Vorfach. Vorfächer, Fluorocarbon, die Ohohoho. Oh ja, das nehmen wir natürlich direkt. Das nehmen wir natürlich direkt. Einmal Fluorocarbon-Vorfach, weil Fluorocarbon nochmal unsichtbarer ist quasi als eine Monoschnur. Da haben wir es. Stahlvorfach verwenden wir hier nicht. 3,2 Kilo Fluorocarbon. Aufpassen, auch hier, das Vorfach ist zurzeit stärker, größer als die Tragkraft der Rute, als die Tragkraft der, der Hauptschnur. Das heißt, auch hier bricht jetzt gerade als erstes, hier bricht als erstes tatsächlich die Rute. Gar nicht lustig, gar nicht schön. Von daher, aufpassen mit der Bremse. Kein Scheiß bauen mit der Bremse. Testen wir das mal aus hier. Bremse schon mal schön nach unten machen. Und dann ballern wir mal hier unseren silbrigen raus. Einholgeschwindigkeit 17, ja, das passt immer ganz gut. Gerade wenn es so warm ist, hier schon bald 20 Grad warm. Wenn es kühl ist und ich sag mal auch unter 10 Grad oder morgens früh vor Mittag sozusagen, da kann man auch gerne mal mit 30 hier durchziehen. Ich habe ja schon einige Videos gemacht zum Belaya, schaut da einfach mal rein, mit welchem Setup man hier angelt, auf was man achten muss.
Das Wurfgewicht ist immer zu beachten, das Wurfgewicht der Route, das Gewicht des Köders und im Idealfall immer hier diese roten Puschelhaken verwenden. Und dann gibt es hier unten im Süden, wo ich jetzt gerade stehe, so einen großen Stein im Wasser, aber auch im Norden, ganz hinten, da gibt es eben auch diesen großen Stein. An diesen beiden Steinen kann man einfach auch sehr gut links und rechts dran vorbeiwerfen. An verschiedenen Positionen. Also es muss jetzt nicht hier steif an dieser einen Stelle sein. Es geht auch durchaus an den anderen Positionen. Einfach mal ein bisschen rumlaufen. Einholgeschwindigkeiten damit spielen, mit den Ködern spielen. Das ist jetzt eher gegen die Strömung quasi. Dann nehmen wir jetzt mal diesen. Auswerfen und ziehen. Und es ist am Anfang, wie gesagt, es ist sehr tricky, es ist echt gefährlich. Wenn ihr einen Fehler macht, ist die Route kaputt. Von daher sehr vorsichtig damit angeln. Wenn ihr merkt, der Fisch ist zu groß, der da rangeht, der hört nach 5 Minuten Drill oder so, hört er auch nicht mehr auf. Oder der zieht euch die Schnur leer. Vielleicht dann doch lieber einfach rausgehen aus dem Game. Oder wie gesagt, den Bügel aufmachen, Route ablegen, warten, bis er ausschlitzt. Ich glaube, ich werde gleich nochmal Points in die Handhabung der Spinnrute investieren. Je höher die Handhabung der Spinnrute ist, desto höher ist die Fischkontrolle. Und gerade wenn man jetzt so stark kämpfende Fische hat, und die werden hier mit Sicherheit kommen, dann sollte man schon den Fisch gut kontrollieren können. Und vielleicht sollte ich tatsächlich auch echt die erste Kohle in einen der wichtigsten Köder hier investieren. Gesagt, getan, ich habe meine fast letzten Points investiert, und zwar in die Handhabung des Spinnfischens. Somit habe ich jetzt 21% zusätzliche Fischkontrolle und ich habe mir zusätzlich die wichtigen Aquila-Köder gekauft. Einmal hier diesen hellblauen und einmal den Aquila in lila, der letzte, der gut funktioniert hat. Und zwar den dann auch noch, beziehungsweise beide im Wechsel dann ausgestattet mit einmal hier dem fetten, puscheligen Drilling. Nur einen gekauft, weil auch der 22 Silber kostet. Ich habe jetzt gerade eben noch 255 Silber und die benutze ich jetzt hier. Zack, werfe hier ein wenig aus. Dadurch, dass wir es jetzt gerade noch recht kühl haben, kurbel ich hier sogar mit 36er Einholgeschwindigkeit ein und es funktioniert. Der Aquila ist einfach einer der besten Köder hier am Belaya. Und einfach ein bisschen ausprobieren, links und rechts vom Stein werfen, verschiedene Geschwindigkeiten ausprobieren, verschiedene Einholgeschwindigkeiten, verschiedene Köder, verschiedene Farben, je nachdem, was es für ein Wetter ist. Wer fängt, hat recht. So ist es einfach mal beim Angeln. Und wenn mal irgendwo nichts geht, nach dem zweiten, nach dem dritten Auswurf, immer noch nichts, immer noch nichts, dann muss man mal gucken, was man ändern kann. Und hier am Belaya heißt es, es gibt ja nicht nur diesen einen Stein, sondern, man kann ja auch in der anderen Richtung angeln. Aber hier geht's gerade im Moment. Hier steht gerade, was ist es? Steht hier einfach jetzt gerade im Wasser und bremst mich aus. Da, ein Döbel. Da gehen wir mit der Bremse noch ein bisschen höher. Zack. Jawohl, 1,4er Döbel. Aber wenn, wie gesagt, wenn hier nichts geht, einfach mal ans andere Ende der Insel laufen und da ausprobieren, weiter zu angeln. Oh, eine schöne Forelle wäre noch gut, ey.
Machen wir nochmal ein bisschen Turbo hier. Aktuell läuft eigentlich der grünliche Aquila ganz gut. Aber den kann ich mir zurzeit hier nicht kaufen. Er ist einfach nicht da. Von daher ein bisschen auf die Alternativen gucken. Sämtliche Köder, die irgendwie gerade in den Rekorden drin sind, einfach mal ausprobieren. Bei den Forellen oder bei den europäischen Eschen. Und auch hier geht nochmal was dran. Allerdings auch da wieder ein Döbel. Wir gucken mal am anderen Stein, wie es da geht. Und da sind wir auch schon. Hier oben ist der nächste dicke Brocken im Wasser. So, und raus damit hier. Neuer Köder, neues Glück möglicherweise. Gucken wir mal. Wie gesagt, einfach regelmäßig wechseln, ausprobieren. Zack, und da geht sogar einer ran. Perfekt. Wenn nach einer Zeit lang nichts beißt, wechseln, wechseln, testen. 461 Gramm Esche, schönes Ding, maßiger Fisch. Weiter geht's. Und das macht allerdings auch ein bisschen die Schwierigkeit aus beim Spinnenfischen, dass man erstmal natürlich Geld investieren muss für viele verschiedene Köder. Und man muss irgendwann, muss man sich auch merken, bei welchem Wetter, bei welchen Temperaturen hat es funktioniert. Oder man wechselt einfach ständig alles durch. Ja. Andererseits sieht man auch immer ganz schnell an den Rekorden, welcher Köder die dicksten Fische rauszieht. Und da geht einer dran. Und da geht einer dran. Was haben wir denn da? Boah, schön. Und auch noch eine Bachforelle. Yes. Richtig gut. Und ich würde sagen, damit reicht es dann auch für heute. Zack, ich werde jetzt hier in den nächsten Tagen weiter angeln. Beziehungsweise ich werde auch gleich noch ein bisschen weiter angeln. Gehen wir mal eben verkaufen. Denn es gibt hier noch gerade diesen Eschenauftrag, den will ich noch mitmachen. Zwei Eschen, da haben wir ihn. 72 Silber für zwei Eschen, 800 Gramm. Die ziehen wir raus. Und ansonsten gucken wir hier gerade mal eben rein. 56 Silber. Und dann mache ich mich jetzt nochmal weiter auf die Jagd nach den zwei 800 Gramm Eschen. Wenn ihr das Video geholfen hat, wenn ihr das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich werde jetzt hier mit dem Spinning-Account noch weitermachen. Mal gucken, wie weit ich hier komme. Allerdings geht es dann im Livestream eher weiter. Und dann gucken wir mal, ja, wie weit ich das überhaupt mache mit dem. Ob ich hier überhaupt bis Level 20 noch hochziehe. Wichtig war mir, kann man mit dem Spinnenfischen, kommt man damit überhaupt auf den grünen Zweig? Die nächsten Schritte hier für diesen Account wären, ja, den richtigen oder den aktuell laufenden Köder zu bekommen und Puschelhaken komplett irgendwie anzuwenden. Und wenn ich dann ein bisschen Kohle zusammen habe, ich sag mal so im Bereich hier von 500, 600 Silber, dann geht es weiter mit einem besseren Setup. Und bevor ich mir das kaufe, melde ich mich auf jeden Fall mit einem neuen Video hier wieder. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, beim Livestream einschalten. Bis dahin. Tschüss.